Den Server noch nicht. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu meinem Let's Play Seven Ways to Die Wingman. Ich bin der Bulli und an meiner Seite der Andi. Hallo Leute! So, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, denn wir haben unseren Showdown. Heute Abend werden wir dauerhaften Blutmond drinne haben. Das bedeutet, der Server ist so eingestellt, dass der Blutmond quasi nicht endet und wir halt so lange wirklich fighten, bis der letzte Schuss quasi aus der Waffe rausgerotzt ist und wir uns da wirklich mit Hämmern und Äxten gegen die Zombies erwehren müssen. Der Sinn dahinter ist halt, wir wollen quasi mit einem großen Knallpeng diese erste Staffel hier beenden. Ich möchte mich auf jeden Fall im Vorfeld schon mal bei euch bedanken, dass ihr euch das hier angeguckt habt, dass ihr uns hier unterstützt habt mit euren Kommentaren, mit euren Likes und dass ihr die ganze Zeit dabei am Ball geblieben seid. Wie kommt der Server gerade nicht? Ja, ich tatsächlich. Ja, wahrscheinlich spawnen jetzt gerade 5 Millionen Zombies oder sowas, keine Ahnung. Ja. Oder das klappt mit dem Nachtzyklus nicht so ganz, dass es jetzt wirklich dauerhaft Nacht ist und vielleicht mag er das nicht so gerne. Gute Frage. Ich kann ja mal kurz rüber gucken, mal sehen, was er macht. Jedenfalls. Ah, doch, da ist er. Oh Gott. So. Okay, warte, noch nicht einloggen. Nicht einloggen. Wir müssen zusammen einloggen. Wir haben die Befürchtung, da jetzt die ganze Zeit Nacht ist und wir Blutmondtag haben, genau, dass sofort, wenn wir einloggen, direkt die Kacke am Dampfen ist. Richtig. Und, ich hatte den Server jetzt gerade zweimal gelistet. Ich muss einfach gerade warten, bei mir findet er nämlich gerade irgendwie keinen Server. Warum? So, beeil dich! Also ihr könnt es hier schon sehen, 19:51 Uhr. Eigentlich geht der Blutmond ja um 22 Uhr los. Aber ich habe ja Nacht auf dauerhaft eingestellt. Das heißt, es kann wirklich sein, wir kommen online und es geht direkt los. Deswegen habe ich die Anmoderation ausnahmsweise mal heute im Startbildschirm gemacht. So, Andi, wie sieht's aus? Ja, ich finde gerade irgendwie den Server nicht. Hast du einfach nur Bulli oben eingegeben in die Suchleiste? Ja. Ja, dann ja. Machst du aber mal. Aber der macht doch irgendwie... Warum kann man hier eigentlich in dem Browser nicht aktualisieren? Also einfach das zurückgehen und wieder reingehen, dann aktualisiert er automatisch. Das habe ich jetzt schon dreimal gemacht, aber irgendwie... Also bei mir hat er einen Server. Findet er nur ganze 37 Server die ganze Zeit? Nee, ich bin bei 3140 ja, und steigt. Ja, so hab ich, die habe ich normalerweise auch, aber irgendwie wehrt er sich gerade, wie verrückt dagegen Server zu finden. Du bist aber mit dem Kabel online, oder? Ja, klar. Natürlich. Mysteriös. Natürlich. Jetzt gib mal Stoff da. Ja, die Leute wollen ja nicht so einen Startbildschirm sehen die ganze Zeit. Ah, es tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich glaube, mein PC wehrt sich ein wenig. Der weiß, glaube ich, was gleich passiert. Und er sagt einfach so, nö, fick dich. Wer weiß. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Ansonsten gehe ich jetzt schon rein. Ja. Weil das wird sonst wirklich ein bisschen... Wir warten jetzt noch ein, zwei Minütchen, wenn es da nicht ist, dann gehe ich rein. Ja, ich starte gerade das Spiel neu, es geht ja eindeutig zügig. Und dann ja, Gott sei Dank. Der Vorteil an diesem Alpha-Spiel, dass es sehr schnell startet. Ja. Aber ich muss sagen, es ist ein Spiel, was meiner Meinung nach recht wenig Bugs hat. Tatsächlich, ja. Ne, also das ist mir schon aufgefallen, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es einfach gehalten ist. Ja, die Engine ist relativ einfach, glaube ich, und deshalb, ich finde auch die Performance gut im Spiel. Jo. Also nicht nur keine Fehler groß, sondern tatsächlich ist die Performance echt gut. Sagen. Ist es. So, wie sieht's aus? Ladehauptmenü. Immer noch. So, Spiel beitreten. Bully Server. Okay, los und geht. Los. Alter, mir geht der still. Oh ja. Also es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt reinkommen und das wirklich erst um 22 Uhr beginnt. Das wissen wir halt nicht. Ja, wir haben halt wirklich... Keine Ahnung. Diese Staffel, was ihr gesehen habt, das ist wirklich die gesamte Erfahrung, die wir jetzt an diesem Spiel haben, ist diese Staffel. Also mehr haben wir da wirklich nicht. So. Initialisierung. Und wir haben irgendwie immer den Drang, am Server rumzufummeln und immer irgendwie das Maximale rauszuholen. Und deshalb sind so solche Versuche bei uns immer an der Tagesordnung. So, nee, also es hat noch nicht angefangen. Es ist zwar dunkel. So, okay. Leute, jetzt seht ihr das auch. So. Ah ja. Alles klar. Wir haben jetzt also noch ein paar Minütchen Zeit, das finde ich super. Ja, wir wussten das jetzt halt das nicht, gut, ob das ja sich das ändert, wenn wir... Achso, hier in der Base brauche ich ja keine... Boah, hier oben ist es aber schon arschdunkel, ey.
Das ist jetzt halt dauerhafte Nacht, ne? So es gibt keinen Tag mehr. Ein paar mehr Lampen. Mehr. Ja, gut, dass wir Nachtsichtgeräte haben. Aber hier unten ist es angenehm hell. Das muss ich sagen, ist sehr schön. Hast du gut gemacht mit der Beleuchtung. Ja, ich weiß. So, dann sag mir doch mal schnell, wo ist denn die 9mm? Oben, auf dem Dach, immer noch. Oh, der hört nie zu, der Kerl. Das ist. Doch, aber ich vergesse halt auch gern wieder. Du vergisst alles. Ah. Einfach oben auf dem Dach in der 9mm Truhe. So, ich hatte hier nämlich auch was Schönes vorbereitet. In der 9mm Truhe? Ja. So, hier haben wir noch ein bisschen. Es ist natürlich nicht mehr allzu viel Munition da, ne? Ja. Aber das liegt daran, Leute, guckt mal bei mir rechts unten in der Ecke. Ich habe 1362 Schuss für die AK-Gewehre. Das ist klar, dass da natürlich jetzt in der Kiste nicht mehr so viel Munition ist. Das ist quasi dann der letzte Rest, was dann noch übrig bleibt. So, Junge. Jetzt könnt ihr auch mal sehen. In der Zeit natürlich, wo wir jetzt keine Aufnahmen gemacht haben, haben wir dann nochmal ein bisschen hier Basebau betrieben. Das haben wir jetzt mit Absicht mal nicht mit aufgezeichnet, weil das ist nicht das Spannendste. Ne? Ihr könnt das hier sehen. Von daher, siehst du, jetzt habe ich ganz vergessen, meinen Rundflug zu machen, was ich eigentlich noch machen wollte. Das mache ich jetzt mal schnell. Entschuldigt, Leute, ich muss jetzt einmal ganz kurz... gut, dass ich meine Flasche mit Getränk verschlossen habe, sonst hätte ich mir jetzt gerade voll über die Tastatur gekippt. Das wäre schlecht. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Rundflug mit euch. Deswegen sorry, dass ich jetzt im God-Mode bin. Ne? Also, ihr seht das jetzt leider nur hier in der grünen Perspektive. Aber das ist hier so meine Seite der Base. Ne? Das war ursprünglich mal eine Brücke. Und das Ganze jetzt umfunktioniert zu einer, meiner Meinung nach, sehr stabilen Base. Dann haben wir hier die Seite vom Andy. Die Fallen bei ihm laufen übrigens über die Kameras. Deswegen... sind die bei ihm nicht an. Bei mir sind die halt jetzt auf Dauerschaltung, ne? Das ist aber nicht schlimm. Das hier läuft dann auch alles automatisch dann ab. Also ich denke mal, wir werden eine gewisse Zeit werden wir überleben, aber nicht unendlich lange. So, ab wieder aufs Dach und Gottmodus aus. So. Haha, fuck. Was ich gerade feststelle. Ja, was denn? Ich komme von hier oben an den Schalter nicht ran. Moment. Das sieht halt scheiß ernst, Alter. Geh da runter, ey. Zur Not geh noch mal drauf, keine Ahnung. Ja, warte mal. Das ist, deswegen habe ich die Schalter hier. Guck mal, Leute. Ich war schlau. Ich habe alles hier drin. Alles, ne? Ja. Ist alles hier drin. Ich kann alles von hier aus machen. Er stirbt da, glaube ich, gerade. Was machst du da zur Hölle? Wo ist denn dein Schalter? Ja, unten an der Wand. Ich dachte, ich kenne von Easy Going dran. Geh doch einfach hier runter. Wo ist denn jetzt das Problem? Hier jetzt links, siehst du das nicht? Dann links an der Wand. Und ich dachte, da käme da dran von hier oben. So. Was machst du da? Ja, aber nee, das ist doch kacke. Mach aus. Ja, das ist... Das verballert mir ja meine Pfeile. Ja, du kommst da sowieso nicht dran. Also ist das sowieso nutzlos. Ach, Quatsch. Das hier jetzt. Das ist, wenn man das halt nie ausprobiert vorher. Ich dachte, ich hätte es probiert. Egal, machen wir anders. So, so einfach kann es sein. Ach ja, dieser Andi. So, du kannst einfach oben den Schalter noch hinsetzen und... nee, kannst du auch nicht, ist auch doof. Nee, kann ich nicht. Egal! Egal. Ich bin gespannt. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es wird jetzt gleich losgehen. Ich hoffe, dass wir das so lange überleben, dass hier was Vernünftiges zustande kommt. Ja, doch. Leute, es ist dunkel vom Feinsten. Also Wahnsinn. Aber schön. Ja. Ich finde das Rot ist toll. Und guck dir mal den Sternenhimmel an. Den haben sie echt schön hingekriegt. Ne? Ja, ich finde auch. Das sieht schon gut aus. Und es wird noch heller. Also es wird, glaube ich, noch heller, wenn es wirklich losgeht. Ach, das ist die Frage, weil es ja dauerhaft dunkel ist, ob da der Mond überhaupt aufgeht. Das ist eine gute Frage. Ansonsten muss ich den Server gleich nochmal stoppen und dann wenigstens eine Stunde Tag einstellen oder sowas. Da stelle ich einfach die riesige Zombie-Horde. Ich erwitze es doch genial. Wir kommen doch mal einen schönen Schalter. Jetzt gucke ich nochmal, was der da gemacht hat. Ich vertraue ihm nicht so ganz. Nein, das ist alles gut. So. Ach ja, naja, gut. So, ne? Bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, in 15 Ingame-Minuten Alter. Geht hier hoffentlich der Punk ab.
Liebe Leute, verzeiht mir, dass es jetzt gerade so ein bisschen Grünlicht hier ist, aber sonst sehen wir hier nichts. Wir haben zwar da unten Lampen, aber also ich hatte auch Strahler, aber die sind irgendwie Vollkäse. Die kann man total in der Pfeife rauchen. Gleich geht's los. So, ich habe. Ich hoffe, du hast alle deine Waffen geladen. Ich gucke nämlich meine gerade durch. Meine eine ist nicht geladen. Okay. Ich habe alles geladen. Und noch 3 Minuten. Ich bin gespannt, ob es wirklich jetzt losgeht. Ich bin gespannt, ob es hier wirklich losgeht. Also, ich vertraue dem Ganzen gerade nicht so. Ich gehe nicht auf die andere Seite, außer irgendjemand schreit und. Oh, doch, jetzt. Oh ja. Oh, bei dir geht's los, ne? Ja. Wir werden die Seite. Also, schaut euch das an, meine Freunde. Überall. Die Geschütztürme legen los. Also bei mir ist noch nichts zu sehen. Ja, die kommen diesmal, glaube ich, auf meiner Seite. Du kannst auch gerne zu mir rüberkommen zu verteidigen. Na, ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist. Ne, bei mir geht's auch los. Oder war es nur ein flüchtender Zombie, der vor dir abgehauen ist? Ich glaube, das war ein flüchtender Zombie. Das war so jetzt nicht gemeint. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Ach, das ist ein Henker, was ist das denn? Oh nee, Krähen, ey. Bitte nicht. Boah, wie nervig. Also bei mir geht hier gut der Punk ab. Ich bin mal gespannt, wie lange wir durchhalten, Leute. Wo ist das? Bei mir ist noch relativ entspannt. Ich brauche fast gar nichts machen, weil die Geschütze im Moment noch alles wegkotzen. Ja, ich sehe bei mir, ich sehe nur Boah, guckt euch das an, Leute, was hier am Ballern ist. Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir haben dauerhaft Blutmond, also. Irgendwann ist Schluss. Auch irgendwann sind deine Türme auch leer. Ja, dann habe ich aber immer noch meine Messerklinge aus. Ja. Aber die Frage ist, ob das jetzt wirklich unendlich Zombie-Ansturm gibt hier, ne? Das weiß ich. Keine Ahnung, kann ich doch sein, dass das Haus wechselt Feierabend ist. Boah, ich komm mal rüber hier und du willst den Linken los, ey. Also bei mir spawnen ganz passabel nach. Ich kann bei dir mitmachen. Bei mir ist gerade ein Sprengzombie hochgegangen. Okay. Oh, Krähe. Ha, tote Krähe. Oh, da kommt wieder so ein Spreng. Also, wo ist Legolas, wenn man mal braucht? Boah, ich hab den Sprengzombie zerlegt, ey, geil. Hammermäßig, ey, das funktioniert. Aber der Sack, der Sauhund hat mir da vorne meinen Strom. Oh, da hinten ist wieder einer hochgegangen. Alter. Ja, brauchen wir eine Seite auf dem Weg? Nee, noch nicht. Wie gesagt, du kannst gern zu mir kommen. Oh, Level up, cool. Ja, ich schieß schon auf deine Zombies. Achso, von hier hinten sehe ich die auch. Da ist so wieder so ein Springer. Und den hat gleich sein Weg, geil. Boah, wieder so ein Explosionszombie, Hammer. Weißt du, was ich ja witzig finde, dass dein Beet immer noch steht? Geil, Hauptsache, das scheiß Beet steht ja, noch. Wirklich. Sprengt so viel. Oh nein. Rennt da hin. Das einzige, was von mir kommt, ist so ein scheiß Geier. Und geht mir auf die Nüsse. Bei mir sprengen wir langsam die Verteidigung so ein bisschen auf. Komm mal, dafür laufen wir jetzt in die Klingen. Ich werde jetzt mal hier runterhucken. Ich will dazu gucken. Ich stehe in der ersten Reihe. Also ich komme jetzt zu dir rüber. Sprenger, Sprengzombie und Geier! Komm her, du Ramas! Ah! Weg hier! Boah, Alter! Ah, shit, ich bin durch meinen eigenen Elektrozaun gelaufen. Depp! Ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Boah, Leute, das geht hier ab, ey, Wahnsinn! Ah, blöder Geier, ey! Hitzig! Boah, Alter! Ich glaube, ich geh doch wieder hoch! Ich kann nichts mehr. Ich kann kaum noch was machen, ey.
Ja, bei mir ist auch gerade, also bei mir gehen jetzt auch die Frames so ein bisschen keller. Ja. Das siehst du, da sieht man zwar wieder, meine Verteidigungslinie hält. Noch zumindest. Mal sehen, für wie lange. Naja. Ruckel, immer wenn die neue Welle kommt. Ruckelt wie Sau, ey. Geier! Alter, ich höre kaum noch was. Ich geh mal grad bei mir hin zu gucken. Ja, mach mal. Aber da kommt nix. Nee, die kommen alle bei mir hier. Bin mal gespannt, wie lange die durchhalten. Effektiv. Mich auch. Wow! Oh, dreckiger Geier. Tja, gut, dass ich Lebensregeneration auf Maximum gespielt habe. Das ist wieder so ein kleiner Sprengzug. Boah, die sprengen sich unter die Base, Alter, diese Schweinehunde, ey. Na, guck mal, die Schrotgeschütztürme sind noch da, ne? Die schießen noch. Oh, jetzt werden sie lange mehr. Ja, die gehen jetzt auf die andere Seite. Oh, bei dir sind jetzt ein paar. Bei dir spawnen sie jetzt. Okay, ich komme. Gerade mal ein Sprengzombie dran gehindert. Da hinten ist ein Sprengzombie bei dir. Zwei. Ich glaube, meine Seite ist jetzt durch soweit. Ja, bei mir ist jetzt nichts mehr. Jetzt kommen sie gleich bei dir dann. Okay. Meine Seite ist durch. Ich warte noch einen Moment. Ne, bei mir kommt nichts mehr. Die kommen jetzt alle bei dir. Da. Da? Boah, krass. Voll das Loch da reingesprengt, die Schweine. Wow. Wer hat mich angerührt? Ja, werde ich auch gerade. Alles, was jetzt von dir zu mir rüberkommt, wird jetzt bei mir abgeschossen. Das finde ich gut. Also, was hier an Lootbeuteln liegt auf meiner Seite. Wahnsinn. Super da. Deine Verteidigungslinie hält sich auch noch ganz gut. Ja. Also, du hast halt natürlich nicht ansatzweise so viele Türme, wie ich da stehe, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß jetzt nicht, also. Das hat zwar Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie nicht mehr gerechnet. Brauchst du Hilfe bei dir? Doch nicht. Ah, ich komme mal mit rüber. Also, sie sind noch nicht bei mir oben drauf. Aber die spucken ja gut auf mich, oder? Ja, das nervt ein bisschen. Das sind keine... die Dicken. Oh, meine erste Waffe ist defekt, die muss ich schon reparieren. Ich habe auch schon meine AK repariert. Direkt die nächste Ausrüstung. Ja. Also ich sehe nur, dass da unten in den Klingenfallen eine Menge drauf geht. Also gut. Oh, Sprengzombie. Aber Alter, die ruckeln, ey. Bei mir läuft's mit gerade so 28 Frames noch durch. Wow. Wir müssen auf jeden Fall mega aufpassen, wegen der Munition, ne? Dass wir dann am Ende wirklich... Boah, scheiße, jetzt habe ich einen abbekommen. Aber okay, das macht bei mir keinen Schaden. So richtig. So, wo ist das Sound? Wo ist die Sound? Ah, stirb, du Schweinebacke! So, ich hock mich jetzt... Ah, geil, ich kann mich hier genau in die Lücke setzen. Andi, guck das mal an. Wenn ich hier hocke. Wo hockst du jetzt? Rechts hinter dir. Ah, cool. Ja, nice. Aber ich weiß gar nicht, wo gehen die alle hin, weil, ganz ehrlich, hier oben ist noch keiner angekommen. Ja, dadurch, dass die Base so hoch liegt, gehen die jetzt unter die Base. Ja. Oh, scheiße. Aber da sind ja überall Klingenfallen, das ist alles mit Beton zugemacht. Ja, da springen sie durch, da kommt sie durch. Ja, dann ist halt Feierabend. Naja. Oh, hier sind dicke Bullen.
Alter, die haben auch ein Leben. Hey, der Witzka, ja, ja. Wir haben noch nicht mal unsere normale kurze Beatnacht durch. Ja, wir haben ja jetzt mehr Zombies. Also sonst waren es immer 8 Zombies. Wir haben es hochgedreht auf 16. Richtig. Ich muss auch aufpassen jetzt mit der Munition. Ich hab halt nichts mehr, ne? Bin bald leer. Ja, wo bist du? Komm her, ich geb dir bei Munition. Nee, ich geh hoch und hol mir noch was. Ja, okay. Ja, das letzte Gefecht wird hier oben stattfinden. So. Ich sind jetzt noch 200 Schuss oben in der Box da, ne? Okay. Oh, da sind... Alter, hier spawnen Goldene dazwischen. Das ist goldener Spooky. Ja, Leute, wir haben hier auch Boss-Zombies. Wir haben auch Boss-Zombies und da unten ist einer davon. Genau, es ist übrigens auch eine Mod, falls wir die noch nicht vorgestellt haben. Doch, die habe ich vorgestellt, im Teaser. Die hast du vorgestellt, okay. Ich glaube, es nimmt wieder ab. Kann es sein? Entweder das oder ich muss mal auf meinen Seite. Eigentlich dürfte es noch nicht abnehmen. Ansonsten starten wir einfach gleich den Blutmond nochmal neu, das ist ja kein Problem. Ja, so, Leute, wir wollen ja so lange fighten, bis wir wirklich komplett draufgehen. Vorbei. Die Dicken sind im Prinzip Spuckis, ne? Die Dicken. Weißt du, woran ich mich erinnere? Ha? An meinen Busfahrer früher. An deinen Busfahrer? Ich schwör dir, Alter, der sah genauso aus. Alter, jetzt, oh. Oh, jetzt kommt aber nochmal ordentlich was zu mir hier hoch, ey. Ja, hoch noch nicht, aber. Ja. Die sprengen also, sich hier gut unter die Basis, ey. Ja, was? Meinst du, die zerlegen einfach die Base so in der Art und Weise, dass wir einfach zusammenfallen irgendwann? Möglich? Oh, jetzt spawnen wieder bei mir welche. Hab ich so einen Produkt? Sind die jetzt bei mir gespawnt? Ja, bei mir spawnen welche. Ja, wenn ich hier fertig bin, komm ich rüber. Alter, ey, meine Handgelenk. Ich bin total verkrampft. Ich bin relativ entspannt. Ah, sehr schön. Das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Leute, das hier wird auf jeden Fall der absolut geile Showdown hier. Oh, was ist denn los? Oh nein, die Schweine! Was denn? Was machen sie? Die haben meinen Schalter kaputt gemacht. Ich glaube, meine Klingenfallen laufen nicht mehr, Alter. Tja, Leute, deswegen habe ich keine. Tatsächlich, ja. Ich muss gleich unbedingt neu verschalten. Ja, mach's am besten jetzt. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen ruhig, ne? Ja, beeil dich. Ja, bei mir sind halt gerade einige. Das ist uncool. Das ist wirklich sehr, sehr uncool. Deswegen habe ich keine Schalter gemacht bei mir. Ah, treffe jetzt. Boah, zing, zing, zing. Tja. Doch nicht so, wie ich es haben wollte. Boah, Junge, alles zerfetzt hier. Böse, böse, böse. So, die läuft wieder. Komm doch nicht dran irgendwie jetzt. Nichts. Also bei mir ist jetzt nichts mehr. Ah, ich hätte Blutmond auf 4 Tage einstellen müssen, ne? Gibt's auf 4 Tage? Ja, ich kann doch die Blutmondlänge selber auch einstellen. Mist, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, dann ist jetzt wahrscheinlich schon gleich Feierabend hier im Blutmond. Aber das ist kein Problem, weil dann gibt es an dieser Stelle gleich einfach mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Oder was meinst du? Definitiv. Na, oh, die haben mir voll das Loch oben reingerissen. Das habe ich schon befürchtet. Nein, sie haben es getan. Und zwar genau vor unserem Munitionslager. Nimm die Munition raus, die du brauchst. Die Schweinehunde haben den Generator hier oben zerlegt. Hohoho. Die haben den Generator hier oben zerlegt. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder Absicht. Wenn wir gleich noch kurz Ruhe haben wollten,
müssen wir auf jeden Fall schnell unsere Sachen wieder reparieren. Also wenigstens gerade wieder unsere restlichen Fallen. Wird nichts repariert. Auf Strom setzen, weil die sind alle aus. Deine sind alle aus. Ja. Meine sind alle aus. Ja, tatsächlich, man merkt, dass die unten die Base zerlegen, tatsächlich, ja. Das merkt man. Oh, das ist ein Nebel. So, ich hab mal schnell das Nötigste rausgeholt. Kannst du was brauchst, sag Bescheid. Ja, ich hol mir jetzt auch noch Munition hier raus, was ich noch gebrauchen kann. Ich bin jetzt schon mal oben. Ah, das ist, sind die Nebelkrähen hier. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte eben. So, hier nehm, ich nehme die Gewehre auch noch raus, weil die sind alle geladen. Ja, okay, mach das. Die Pistolen sind übrigens auch alle geladen und die MP5s, ne? Nimm die da was noch raus. Okay. Ja, gleich haben wir hier oben echt ein Loch, ey. Bei mir, weißt du was, extrem nervt? Na? Bei mir hast du die ganze Zeit einen Bug, dass du wie im Elektrozaun stehst. Okay. Die ganze Zeit, und das Geräusch macht mich wahnsinnig. Oh, das ist natürlich unschön. Ja, irgendwie ist jetzt nichts mehr, ne? Hier, ich glaube, die Big Mama war jetzt wirklich die letzte. Junge. Ja, da fehlen aber noch ein paar Zombies irgendwie. Gut, Freunde, wie gesagt, wir machen an dieser Stelle jetzt einmal einen kurzen Cut. Wow, Achtung, hier fällt alles auseinander. Hier wird irgendwie noch geschossen. Da unten ist noch ein Zombie. Ah, da sind noch mehrere Zombies bei dir da unten. Ach ja. Tatsache. Ja, die ganzen Fallen sind alle aus. Ja, ich muss die gleich mal verdrahten. Wenigstens kurz wieder anmachen. Das ist so viel wird ja wohl noch erlaubt sein. Nein. Oh, Junge. Ich werf doch mal ein paar Granaten, mal sehen. Also irgendwie hört sich da doch noch nicht so ganz auf, ne? Oh, stimmt, ja, bei mir kommt wieder was an. Ja, ich komme aber jetzt leider nicht an meine Sachen ran, die anzumachen. Das heißt, die werden wahrscheinlich gleich uns über meine Seite. Brauchst du Deckung, dann gebe ich dir Feuerschutz, weil bei mir läuft doch alles. Ich hab wenigstens noch. Nee, das. Bringt das was? Nee, meine ganzen Klingen fallen und die sind eh schon alle weg. Die sieht aus, aber nicht weg. Ja, wie sieht denn so aus? Ja, dann geh runter, verkabel neu. Bumm. Haha, jetzt kommt's hier. Letzte Verteidigung! Ich habe auch eine geschmissen. Oh, meine Munition neigt sich dem Ende. Wow. Du Rabenass. Ja, Leute, das ist jetzt natürlich das, was wir wirklich haben wollten, ist dann doch eingetreten. Der Blutmond dauert jetzt wirklich so lange, ja, wie es dunkel ist scheinbar an. Tatsächlich, ja. Gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, es gibt einen Cut. Ja, wir werden uns also jetzt demnächst irgendwann dem letzten Zombie irgendwann ergeben müssen, weil wir werden irgendwann... Das wird nicht mehr lange dauern. Nee, ich habe auch bald keine Muni mehr. Ach, guck mal, wie die unten sich bei mir sammeln, ey. Ja, ich sehe das. Ich werf mal eine Granate rein. Granate! Puh! Ich glaube, die sind alle verbuggt, die leben alle gar nicht mehr. Doch, guck mal, ich habe gerade 7.500 Erfahrung bekommen. Ah ja. Die sterben nur nicht, weil die stark sind. Das sind Verstrahlte. Ja, ja. Die leuchten alle. Guck mal, 13.000 Erfahrung auf einen Schlag, ey. Hast du doch Raketen mehr? Alter, weißt du, was witzig ist? Nicht, dass es wichtig wäre, aber wir sind nicht in der Gruppe. Oh, gut, dass du das hast. Ich hab dir mal eine Einladung geschickt. Ja, danke dafür. Ja, es ist wirklich nicht mehr nötig, aber... Also bei mir, ich brauche bei mir eigentlich gar nichts machen, weil bei mir kommen die gar nicht erst so weit. Die Schrotgeschütztürme zerlegen die im Moment noch ganz gut. Okay. Ja, bei mir sammeln sich im Moment alle hier unten bei mir und ich kann die wunderbar mit Granaten ausschalten. Ja, aber die haben halt auch nicht unendlich, ne? Nö, aber ich habe 40 Rohrbomben. Das dauert nicht. Pass auf, ich versuche mal noch schnell ein bisschen Munition nachzucraften. Ja, mach mal. So, alles was geht, ey.
Oha! Boah, Alter, von mir ist gerade genau vor meiner Nase, ist gerade die halbe Welt zusammengefallen. Ja, ich hab's gespürt, also gemerkt, so. Scheiben. Alter, sind das viele! Aber Leute, genau das wollten wir. Wir wollten jetzt einen richtigen krassen Showdown. Und ganz ehrlich, es ist richtig geil, weil die verlegen nach und nach die Base und sind jetzt einmal tot. Es ist, wir kämpfen uns immer weiter und wir überleben lange, finde ich. Ja, also im Moment. So ein scheiß Geier schon wieder. Boah, ich hasse die Viecher. Okay, ich habe jetzt 1000 Schuss in Auftrag gegeben. Die brauchen 40 Minuten. Ich glaube, wir werden das werden wir gar nicht mehr erleben. Nee. Ich werde jetzt den ganzen Kram mal wieder das weglegen. Das hätte ich vorher machen sollen. Da habe ich nicht dran gedacht, aber ist egal. Ist egal. Ich habe noch 50.000 Waffen im Inventar. Die sind alle geladen, liebe Freunde. Und ich werde einfach alle Waffen hinzu jetzt gleich wegwerfen, die leer sind. Ist mir scheißegal. Die schmeiße ich einfach auf den Boden, weil es ist sowieso unser Showdown. Alter. Leute, das war ja mal übrigens geschlossen hier oben, ne? Ja. Das ist schon echt krass, ey. So, kommen jetzt hier noch Zombies? Ist es nicht. Ja doch, da ist noch einer. Ja, einer. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Wellen einfach mal direkt neu starten gleich. Ich habe keine Ahnung. Könntest du mir vorstellen, tatsächlich. Oh doch, warte mal, da hinten spawnt wieder einer nach. Da kommt immer wieder so ein paar. Könnte natürlich auch ganz cool sein, runtergehen und die Lootsäcke versuchen zu looten. Ganz vergessen. Ja, ich glaube auch, das wird nix. Es ist Wahnsinn. Also bei mir ist jetzt gerade komplett ruhig. Also. Ja, bei mir sind noch ein paar Einzelne, die hier so rumhängen. Boah, Alter, dein Zittere geht mir so auf den Sack. Ich hab das bei mir nicht übrigens, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, das ist die ganze Zeit permanent da. Als ob halt immer ein Zombie im Elektrozaun steht. Boah, Junge, die shiny Zombies halten aber auch gut was aus, ne? Das war auch gerade gar kein shiny, oder? Oh, ich weiß, warum gerade keine Zombies mehr nachkommen. Die sind alle unter der Base. Irgendwie sowas hab ich schon befürchtet. Upsala. Scheiß drauf, Dynamit. Nein. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Dann haben wir direkt verloren. Hast du noch Raketen in der Munition? Nee, leider nicht. Schade. Ich werf die vor die Base, weit vor die Base. Ja, jetzt hier geht's wieder rund, ja, bei dir. Was ist krass, wie viel Munition, wie lange die Munition hält. Bei dir spawnen Zombies, Andi. Ja, bei dir auch. Ja, mach du auf deiner Seite, ich mach auf meiner. Die kommen ja gerade alle aus der Base unten raus. Nee, die, ach doch. Tatsache, weil ich rübergegangen bin vielleicht. Das kann sein, ja. Aber bei dir spawnen wieder welche nach. Doch, die spawnen nach. Ich weiß, die werden uns jetzt nach und nach verlegen. Krähe, du Rabenass, stirb! Alter, die Sprengbolzen für die Armbrust sind aber auch geil, ey. So, Waffe leer, weg damit. Nächste Waffe ist auch leer, Neu. Weg damit. Noch eine Waffe Durch. Leer, weg damit. Ich habe nur leere Waffen. Sprengbolzen sind leer. Das ist auch leer. So, oh nein, die habe ich nicht nachgeladen. Ah, hier sind noch 34 Schuss drin. Oh, Leute. Wir schaffen das doch. Alter, das ist auch krass. Das ist der Hammer. Rohrbomben, zum Glück habe ich 70 Rohrbomben gebaut. So, wieder eine Waffe leer. Ja, wir werfen jetzt einfach alles weg, Freunde, weil. Alles. Wozu sollen wir es noch behalten? Alter, wollen wir wieder kommen? Fress das hier, Arschbacken! Du Busfahrer! Alter, hast du Dynamit geworfen? Ich werf Dynamit, ja, Mann! Ich habe gesagt, ich werf das direkt vor die Base da hinten hin. Fress das hier, Schweine! Egal, dass ich jetzt auch bei dir stehe, so kommen nämlich meine Zombies auch zu dir, weil du hast noch eine funktionierende Verteidigung. Im Gegensatz zu meiner Seite. Alter, guck dir das mal an, das ist ein Krater! Ja, Mann! Boah, jetzt hängen die hier bei mir unten drinne. Ich muss runtergehen, ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe noch fast 360 Schuss Schrot. Willst du,
Warte, willst du Pappkern? Ich hab doch fast 300 Schuss, ich hab genug. Wir gehen jetzt unten weiterkämpfen. Warte, komm her. Ich hab was für dich. Hast du eine Magnum? Ja, hab ich auch. Hab ich auch Munition für, alles gut. Ja, dann hau ich hab, raus. Also, ich stell mich hier unten jetzt auf die Mauer und warte. Auf die kleinen Sauhunde. Wir wissen, wo du bist. Hier unten auf der Mauer. Da wo meine Geschütztürme stehen, bin ich jetzt. Okay. So wie sich das anhört, sind hier noch einige Zombies unterwegs. Oh ja. Sterbt, ihr Arschlöcher! Im Moment sieht echt gut aus, ne? Ja, vorerst. Aber wir haben gleich keine Muni mehr. Wenn wir keine Muni mehr haben, müssen wir in den Nahkampf übergehen. Lass mir dafür doch was geben. Ich schmeiß die ganze Zeit mit Bomben. Und wo bist du jetzt wieder hin? Da unten. Oh. Pass auf, ich schmeiß hier unten zwischen deine Pfeilen Munition hin. Was? Nein, warte. Bist du da nicht hin? Nein, ich bin noch gar nicht mehr da. Ich bin doch schon auf dem Weg rein. Achso, okay, dann komm hoch. Dann komm wieder auf die Zwischenebene. Ich krieg die Munition. Oh, nicht das Gewehr drauf. So, hier sind schon mal wieder 140 Schuss für die AK. Sehr gut. Gut, dass ich noch ein paar davon habe. Haha, ich bin wieder im Spiel. Fragt sich nur für wie lange. Oh, unsere Base, ne, die sieht so heftig zerstört so schon aus. Kaputt. So, komm zu mir. Brauchst du die Muni nicht? Dass mir nicht R geben können, bevor ich meine ganzen Gewehre weggeworfen habe? Also, weißt du, wie oft ich dir jetzt gesagt habe, du hast gesagt, Schrotmuni. Ist egal, ich habe die Gewehre, die ich brauche, dafür habe ich noch. Da habe ich noch welche von. Gut. Ich habe nicht alles weggeschmissen. Es ist tatsächlich jetzt ruhig geworden. Jetzt ist es ruhig. Nee, ist es nicht. Hörst du nicht, wie die unten auf die Base einschlagen? Die sind unter der Base. Hörst du die nicht? Ja, doch. Ist eigentlich mein Bug jetzt weg? Ja, stimmt. Ich bin nämlich eben nochmal durch den Elektrozaun gelaufen. Danke. Ja, das war echt lästig. Tja, was machen wir jetzt? Wir müssen da irgendwie jetzt... Ich würde jetzt gerne versuchen, irgendwie meine Fallen wieder ins Laufen zu kriegen. Ja, mach mal. Ich würde gerne versuchen, irgendwie diese Drecksviecher da unten mal wegzukriegen. Ja, dann mach du das. Boah, Junge, mein Kreisel hier vorne. Lass mich mal da irgendwie durch. Kann ich da durch, ohne zu sterben? Wodurch? Da vorne. Durch den Kreisel? Ja, mach den mal aus kurz, bitte. Der ist ganz schön am rotieren, Alter. Der ist hart. So, ist der Strom hier an? Nee, okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, ist nicht an. Uah. So, Nahkampf! So, die kann auch weg. Nutz geworden. Oh, stell mal die Klingenfalle. Du sagst bitte Bescheid, falls hier irgendwie neue Zombie-Welle spawnt, ne? Ja. Aber ich glaube, wir haben es jetzt tatsächlich... Oh, hier unten drunter, ey, Alter. Pass auf, ich mache jetzt mal die Klingenfalle wieder an, ne? Wir können mal schnell gucken, ob es hier irgendwie ein bisschen Munition gibt. Aber guck mal, da sind auch die meisten meiner Fallen so weg. Ja, die wurden weggesprengt. Kannst du wissen. Von habe. So, egal. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal blutmondmäßig einstellen. Aber weißt du, was ich mache? Ich stelle einfach die Zeit jetzt wieder auf 22 Uhr zurück. Was hältst du da? Ja, genau. Ja, klar. Einfach wieder aufs So, Leute. Das war jetzt ein Fail meinerseits. Mach die bitte nicht an. Okay. Jetzt war ich gerade ein bisschen in Sorge. So. Ich werde jetzt einfach die Zeit wieder zurückdrehen, dass wir wieder Blutmond haben. Und dann geht der ganze Spaß so lange weiter, bis diese Base vernichtet ist. Bis das hier alles, das muss zusammenfallen. Ich würde da den Trümmern sterben, keine Ahnung. So. Und los geht's! So, eigentlich müsste jetzt der Blutmond original starten, oder? Ist doch so, oder? Der Blutmond müsste doch eigentlich jetzt starten, oder? Eigentlich schon. Also er ist auch noch rot. Geh mal rein. Hm.
Tja, irgendwie passiert hier gerade nichts, ne? Ich glaube, das kann man wohl nicht so einfach triggern. Doch, warte mal, hier geht doch was kaputt, oder bist du? Ach, das bist du. Bin ich gerade, ja, ich war. Ja gut, Freunde, irgendwie hat das jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Eigentlich wollten wir immer weiter kämpfen, genau. Bis zum Tode. Genau. Gut, irgendwie hat das nicht so geklappt. Das wird dann halt einfach dann in der nächsten Staffel, die jetzt für euch dann morgen beginnen wird, wird das dann aber auf jeden Fall irgendwann der Fall sein. Wenn die Staffel dann zu Ende geht, dann ist hier definitiv Zapfenstreich. Ich werde es noch einmal versuchen. Ich werde die Zeit nochmal auf 21.59 Uhr stellen. Vielleicht lag es auch, oder 58, vielleicht lag es auch daran, dass wenn man das auf 22 Uhr stellt, dass das dann nicht funktioniert. So, letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht hinhaut. Doch, jetzt hat's geklappt. Andi, oh, die Zombies spawnen. Zwar diesmal bei dir. So, Leute, Showdown! Weiter geht's! Es geht immer weiter! Es ist eh nicht mehr viel übrig von unserer ganzen Sache. Nee, aber das macht nichts, weil darum geht's ja im Endeffekt, oder? Natürlich. Warte mal. Ich hol noch einen Schrottgeschützturm von hier oben. Ah nee, hab ich gar keinen mehr, oder? Nee. Oh, links kommen richtig viele. Ja, ich seh's. Heidewitzka. Gut, dann würde ich sagen. Ah, hier ist mein Turm, okay. Wo stell ich denn den mal hin? Oh. Ich bin jetzt mal mutig. Oder dumm, oder beides. Hier war noch ein. Drei sogar. Und die hau ich nochmal jetzt hier irgendwo hin, ey. Aber nicht in der Luft, weil sonst fallen die einfach nur sinnlos runter. Ja. Boah, hier splasht es, ey. Wahnsinn. Yep. Ah, jetzt geht's bei mir mit den Frames langsam aus. Ein bisschen in die Knie. Splatter! Scheiß die Wand an. Ja, das Ding haben wir auf jeden Fall. Ja, das war's. Ich glaube, hier jetzt war's es wirklich. Aber das wollten wir ja so. Wir wollen das genau so haben. Das Beste wäre gewesen, wird halt die ganze Base zerlegt wird, bis auf den letzten Stein. Ich bin gerade ganz unten direkt hinter meiner Klingenfalle und ballere. Okay. Auf meiner Seite kommt, glaube ich, gerade noch nichts. Oh, ich muss rein. Ja, das wird jetzt natürlich ordentlich viel, ne? Naja. Denke ich mir zumindest. Und dann kommt da jetzt so eine kleine Mikrosalve. Nee, die sind hier unten alle. Sind alle schon noch schwer beschäftigt, ja. Hier. Beschäftige ich dich jetzt mit meinen Kugeln. Ihr Arschlöcher! Ihr Base-Zerstörer! Ihr Schweine! Boah! Aber ein Schrottgeschützturm hat wieder losgelegt. Er ist ein Goldner! Boah, scheiße! Oh, jetzt. Was? Wo ist Goldner? Haben wir doch irgendwie. Ey, wir müssen doch irgendwo Molotow-Cocktails haben, oder? Ah! Oh, verdammt! Ja, die waren auch in der Kiste. Du doch, oder? Ja, ja okay, ja. Komm aber ab, weiter. So, irgendwo. Vielleicht kommen die einfach hier durch den Boden durch, wetten? Ja, wahrscheinlich. Ah, hier sind noch 7 Stangen Dynamit. Sehr gut. Oh Gott. Der hilft uns jetzt auch nicht mehr. Boah, es ist bei mir jetzt auch, ey. 24 Frames, 25 Frames. Ja, also, es geht langsam in die Knie. Von wegen, ja. letzter Kampf ist oben. Ja, nee, irgendwie nicht so, ne? Scheiße. So, jetzt gibt's ein paar Molotow-Cocktails, ihr Arschlöcher. Da tummeln sie sich alle, ey. Nicht alles auf einmal werfen, weil, ne? Fress das! So, jetzt gibt's nochmal Dynamit hier, ihr Schweinebacken. Fress das! Ihr kriegt das da! Ah, sehr gut.
Da kommt die nächste Salve. Ja, ich muss ja unbedingt weg, sonst falle ich gleich runter. 11.000 Erfahrung. Schnups. Leck mich fett, ey. Die sprengen sie jetzt sowieso hier rein, scheißegal. Oh, hier ist wieder was von der Base abgegangen. Ja, ja. Scheiße, Freunde, wir werden gleich drauf gehen, aber ich find's mega cool. Ich möchte dazu jetzt noch einmal angemerkt haben. Oh, mein System geht gerade voll in die Knie. Mir hat das hier mega fun gemacht, dieses Spiel halt mal anzuspielen. Und auch eigentlich ein. Also ich finde ein ziemlich cooles Let's Play draus zu machen. Boah, ich werde hier attackiert, ey. Es hat einfach mega Bock gemacht. Auch vor allem danke ich natürlich auch dem Andi. Oh, ja, gerne, gerne. Bin so runtergefallen, scheiße. Dass der Andi immer treu an meiner Seite stand. Mich unterstützt hat hier und mit mir zusammen gegen die Horden der Untoten gekämpft hat. Und am Ende natürlich auch jetzt mit mir zusammen gegen die Horden der Untoten fallen wird. Yep. Aber so gehört sich das für einen besten Kumpel. Wir sterben zusammen. Gut, ich könnte mir keinen schöneren Tod vorstellen. Ura. Als schon 100 Punkte gezogen, die dann leisten werden. 100? 100, hey. Aber Alter, wir haben mit denen doch richtig ein abgegeben, ne? Ja, Mann. Und ich stehe ja echt auf dem letzten Zipfel oben drauf. Oh. Ich stehe ganz vorne, am vordersten Front. Noch ganz oben. Oh, mein Geschützturm ist leer. Habe ich noch Schrott im Inventar? Boah. Schmeißt du Granaten oder sowas? Ja, ja. Achso, deswegen machst du die ganze Zeit Kling bei mir vor der Nase. Ja, ja. Weil ich stehe nämlich unten bei den Geschütztürmen, die jetzt halt keine Muni mehr haben. Jetzt muss man schnell bei meinem Geschützturm Munition nachladen. Versuchen wir. Da können wir noch ein bisschen Action machen. Ja, ein bisschen schaffen wir noch. Bisschen geht noch. Ich habe noch 100 Schuss genau für die AK, aber ich produziere gerade nach. So, Munition. Nein, wo ist die Munition für den Geschützturm? Hast du die rausgenommen? Nein. Die ist nicht mehr da. Da war eben noch Munition dafür. Ich habe selber hergestellt. Ich habe 440 Schuss. Ich kann die ja selber noch schnell herstellen. Warte mal. Ja, mach doch mal. Ja, ich bestimmt in eine falsche Truhe oder so ist reingetan. Ey, es ist egal, in welche Richtung ich gucke, ne? Von überall kommen Zombies, ey. Hier stehe ich drauf gerade. Ich weiß auch schon, Alter, gar nicht mehr, wo ich. Ich habe keinen Plan, was hier irgendwie so gerade Sache ist. Ist eigentlich bei mir jetzt auf der Seite mal irgendwas gespawnt oder wirklich nur bei dir? Ne, nur bei dir. Oh, bei mir ist aber auch. Okay, bei mir scheint aber auch Verkabelung getroffen worden zu sein von den Sprengern. Ja, ja, irgendwie schon. Nicht, es ist nicht mehr alles an, so wie es aussieht. Das ist aber auch viel einfacher. Da sind einfach die Motoren ausgegangen. Die Generatoren, ne, die haben noch. Ne, da hinten, aber die dreht sich noch der eine oder andere. Ja, dann haben sie die Verkabelung hier getroffen. Ich hab nur noch 80 Schuss. Ich hab halt noch Schrot ohne Ende, ne? Ja, das hab ich auch. Brauchst du ja im Winter doch nicht. Ach, deswegen schießt er nicht mehr. Der ist auch gar nicht mehr funktional, also funktionstüchtig. Moment. Wo sind die ganzen Zombies? Oh, unter der Base. Boah, Alter, ey, das ist filmreif, ne? Ich wollte gerade an die Kante gehen, da stürzt gerade die Base vor mir zusammen. Ein Schritt weiter und ich leg unten bei den Zombies, ey. Mist, das funktioniert so eine Scheiße. Ich muss jetzt irgendwie versuchen. Geronimo! Ach du Kacke. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Ich glaube, das war eine sehr weiter dumme geht's. Idee. Andi, ich sehe. Oh, hier ist Goldner. Hier ist Goldner. Stirb! Stirb, alle! Oh, ich versuche mal dran vorbeizukommen. Oh nein, jetzt bin ich unten im Graben gelandet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Hilfe. Ah. Versuch irgendwie reinzukommen, du hast kein Bett mehr hier oben. Ach, sag bloß. Versuch mir mal die Rückendeckung zu geben. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ha! Er hat's geschafft. Oh, ich bin leer. Hast du noch AK-Munition? Habe ich selber noch. Ich hab nur noch R9.
Also ich mach mich, also auch wenn es unnötig ist, wie ich gerade merke, aber ich mach die Tür mal zu. Wow, fuck. Oh, Leute, das war mega knapp gerade, aber ich habe Gott sei Dank eine ultra krasse Heilung geskillt. Ich krieg die ganze Zeit Lebenspunkte zurück. Das ist halt echt ultra praktisch. So, gerade wieder 300 Schuss AK-Munition abgeholt. Sehr gut. So, mein Freund, ich bin bei dir. Wir werden diese Base wahrscheinlich hier an diesem Ort ja, verlieren. Ja. Ich bin gerade eine Etage runtergestürzt. Oha. War eigentlich eine weiter oben. Haben wir noch irgendwas zum Werfen? Ich hab noch Granaten. Ja, ich hab noch 3 Granaten ansonsten. Ja, lass mich mal einwerfen. Ein paar Molotovs hab ich noch. Ah, das sind die Kontaktgranaten. Ja, die explodieren, glaube ich, sofort, ne? Ja, ich glaube auch. Oh, jetzt gehen auch meine Frames sofort wieder ein bisschen hoch. Nicht viel, Moment. Aber ein bisschen. Von der anderen Seite kommen sie wieder. Oh ja. Ich mach erstmal die Seite hier sauber. Oh, scheiße. Alter, wie viele Zombies sich unten sammeln. Ja, das ist hier echt vorne übel. Bei mir, das ist krass. Oh, oh, danke schön. Das war gut. Ja. Ey, hier sind locker 30 Zombies oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas. Ah, ein Vogel! Wo ist das Drecksvieh? Boah, Junge, das ist so heftig hier. Aber ich find's mega. Das macht richtig Bock. Weil es auch wirklich bis zum letzten, ne? Ja. Wollen wir das so machen, wenn wir wirklich keine Munition und nichts mehr haben, dass wir dann wirklich rausgehen in den Nahkampf? Ja, dann gehen wir in die Häuser hinten. In den Nahkampf und in die Häuser. Wenn wir es soweit schaffen. Ich werde auf jeden Fall, liebe Leute, liebe Zuschauer, den Blutmond so oft neu starten, bis wir, oh, wieder was von der Base weg, bis wir hier gestorben sind. Allerdings glaube ich, dass wir es noch nicht mal mehr aus der Base rausschaffen, bis wir sterben. Ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht wie. Ah! Oh, ey, meine XP rennt schon wieder hoch, ne? Was rein, wenn du noch was zu werfen hast. Sehr geil. Oh, 18.000 EP auf einen Schlag. Ah, sterbt ihr Schweine. Oh, Alter. Wahnsinn. Und wieder eine Waffe leer geschossen. Oh, Vögel. Ah, diese. Boah, ich hab nur noch 10 FPS. Ey, was ist hier los? Ich muss mal gerade in die Base, ich brauche ein bisschen Leben. Hast du hier keine Pillen eingepackt? Ach, gute Idee. Mach mal süßig. Sorry Leute, dass es jetzt gerade so am ruckeln ist hier. Ja, das ist einfach. Also ich habe höchstens 2 bis 3 FPS. ich hab immerhin noch so 13, 15 FPS, so, ne? Nee. Also ich kann kaum noch spielen. Ja, es geht. Also schön ist es nicht. Ich entschuldige mich da auch wirklich in aller Form bei euch, Leute, aber. Überlegt mal, was hier an Zombies spawnt. Boah, ich hab grad irgendwas zersplattert, glaube ich. Ich glaube, so dick mit gelben. Oha. Boah, ist wieder was von der Base hochgegangen. Aha. Hier qualmt und dampft doch alles in der Base. Alter Lachs. Aber wir haben uns richtig gute Lagerdeal. Ja. Überleg mal, wie lange die brauchen, um zu uns hinzukommen, ey. Übrigens, meine Seite steht noch fast komplett, ne? Ja, die kommen echt die nur kommen bei dir. Die kommen, wenn echt ohne Ende bei mir. Ich glaube, das Spiel weiß auch, dass deine Seite die schwächere ist, habe ich so das Gefühl. Das kann sein, aber ich glaube, deine Geschütztürme haben auch nicht mehr viel Munition. Ne, das mag sein. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was haben. Ja, doch, haben sie noch. Ja, ja. Dann lass uns hier hinten kämpfen. Komm wieder rüber, genau. Lass hinten die Base einfach zusammenfallen. Boah, da unten sind 3 Goldene, wenn ich das richtig sehe. Boah. Ihr habt 3 Goldene. Scheiße. So Leute, da seht ihr mal so ein Shiny. Die sind von der Struktur, sind die ein bisschen anders als normale Zombies. Die sehen zwar nicht so ultra schön aus, sind aber dafür 5-mal so stark. Ja, ich glaube, meine Schrotgeschütze sind da drüben jetzt auch Alete. Ja. Den Eindruck hatte ich eben auch.
Aber ich verliere kein Leben, ne? Hier oben. Also ich. Boah, was hast du jetzt geworfen? What the fuck, ey. Werf da nochmal ein, zwei rein, das sind goldene dazwischen. Ich hab noch 200 Schuss für die Schrotflinte, ne? Boah, deine Messer fallen, ey. Die fallen? Ach, die Messer fallen. Ach so, Messer fallen, ey. Ja, die sind gut, ne? Die sind super praktisch. Boah, 16.000 Erfahrung mit einer Granate. Alter, sind das viele! Selbst, boah, die Zombies gehen schön in die Klingenfallen rein. Aber hier, die unten, ja. Die ist schon auch quer rotieren. Boah, schönes Ding. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, was passiert? Bist du runtergefallen? Nee, nee. Der hat irgendwas von der Base zerlegt über mir. Wie das sich anhört, wenn die Zombies da drin in den Klingen sind. Das ist ne? Richtig krass. Zerleg mal den dicken schwarzen Sprengzombie da, den Polizeizombie. Ich hab leider nur noch Schrot, ich kann nicht mehr präzise, allzu präzise schießen. Ja, ja. Ich hab nur noch ein paar Schuss für die AK. Für mir auch Schluss. Ja, liebe Leute, wir sind. Oh! Guck mal, da ist gerade ein ganzer Teil von unserer Wand runtergekommen hier. Bis zum letzten Schluss. Ja, Leute, was, bis was zum Schluss. Was nehmen wir eigentlich, wenn wir down sind? Wie, was Hammer? Nehmen wir? Ja, ich würde sagen Stahlhammer, oder? Ich hab meine Axt. Oh ja, genau. Okay. Ich werde fallen wie ein Zwerg. Ich gehe mit meiner Axt drauf. Sehr gut. Sehr löblich. Jetzt muss ich mir noch meine ganzen Waffen, die jetzt noch irgendwie Munition haben, mal hier rein. Hier, meine ganze Pump. Willst du noch ein paar Pumpguns haben? Ich hab noch ein paar. Die sind geladen. Hier. Ich hab 800 Schuss Schrot. Ach so. Wieso hast du so viel Schrot eingesteckt? Weil ihr, bevor. Guck doch mal nach oben. Ja, gut. Gib mir mal irgendwie 300 Schuss ab oder 400 oder so. Ja, bitte. Hast du? Ja. Tja. Irgendwie sind die gerade unter der Base, ne? Am machen. Das heißt, es kann sein, dass bald diese ganze zusammen. Base einfach zusammenfällt. Und das wäre natürlich kein ehrenhaftes Ende, wenn wir jetzt unter der Base begraben sind. Wir müssen raus. Wir haben eigentlich keine Wahl, ne? Hab ich noch irgendwas zum Schmeißen? Nee. Weil die sind jetzt eigentlich alle unter der Base, wenn ich das richtig sehe. Warte, okay. Reparier mal Stahlhammer noch gerade. Fällt nicht brauchen. Ja, die hängen alle unter der Base, deswegen spawnen auch so gut wie keine neuen nach. Ja, den einen, den ich gerade gekillt habe, der ist sofort nachgekommen, aber sonst nichts. Also, wir haben da wahrscheinlich gerade ordentlich Zombies unter der Base. Okay. Komm, weißt du, wo wir hingehen? Weißt du, wo wir kämpfen? Wir kämpfen in unserer kleinen Zwergenhöhle. Alter, da sind wir doch gefangen. Ist mir egal, komm, da kämpfen wir jetzt. Wir machen es wie echte Zwerge, komm mit. Hast du deinen Hammer? Habe ich habe auch meine Pumpgun, ja. Alles klar, komm, stopp, dann. Stopp. Nee, nix stoppt, ich laufe jetzt dahin. Gut. Wir halten jetzt hier unser letztes Reich sozusagen. Ah, hier habe ich auch wieder Frames. Okay, komm, wir kämpfen auf dem Weg. Können wir nicht kämpfen. Lauf! 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 So, Leute, das ist hier unsere letzte Verteidigung. Komm rein, komm rein, komm rein! Wir lassen die Tür offen und kämpfen mit offener Tür. Ja, die soll. Komm her, stell dich zu mir. Ah! Ah, ihr Wichser! Schieß den Pfeil weg! Oh, verdammt, Sprengzombie! Ah! Uiuiui. Leute, wir werden jetzt so drauf gehen, aber egal! Wir haben die Wand eingerissen! Echt? Ja! Boah, ich sehe nichts mehr, bei mir ist alles unscharf, ey. Ich bin gleich tot. Ah, das war's! Oh, du bist schon tot? Ich lebe noch! Ja, ich bin tot. Kommt her, ihr Arschgesichter! Ich mach euch kalt! Ich kämpfe bis zum Tod! Ah!
Ich töte euch alle! Ja! Für Wrackers! Ah! Oh Gott, mein Bett stand noch. Ich bin oben in der Base gespawnt. Oh, Wrackers! Wrackers! Wie alle Zombies da auf den Berg zuströmen. Wrackers! Oh Gott! So? Nee, noch nicht. Ich lebe noch. Ich versuche hier rauszukommen. Ah, ich bin raus. Bruder, wo bist du? Ich bin oben in der Base. Oh mein Gott. Ich sehe dich. Krass, wie lange du überlebst. Das ist eine fette Rüstung. Ja. Friss das hier, Arschlöcher. So, kommt her. Alles am Arsch, ey. Alles. Für die Echse! Okay, mit Axt zu kämpfen ist doch schwieriger als gedacht. Ich lebe übrigens noch, ne? Ja, ich weiß, es ist mega. Komm, ich versuche zu dir zu kommen, warte. Ich hab ne Idee. Du kannst ja deine Bewaffnung aus der Höhle holen. Ich hab eine bessere Idee. Ich hab noch 38 live. Ich werde gleich drauf gehen, ne? Also. Ah, da war's. Ich hab so, ich komme. Wo bist du? Ich bin noch in der Base, aber ich versuche rauszukommen. Ich sehe nur leider nicht. Achso, du hast kein Nachtsichtgerät am Start. Ja, ja. Kannst du nicht zu deinem Rucksack laufen? Ich komme jetzt. Ich hab doch hier irgendwie. Oh, jetzt leckt das. Wo ist meine Medikamente? So, Medikamente und vorwärts! Ah! Mit der Kettensäge! Ich sterb hier nicht! Ah! Ah! Leute, das ist hier absoluter Showdown! Scheiße! Ich bin schon wieder tot! Ich lebe immer noch. Und das ohne. Oh Gott. Ich hab 82 live. Das macht krass. Wenn man das geskillt hat, Alter, das ist echt krass. Na gut, das macht auch mein. Das macht auch meine Rüstung, ne? Ich habe jetzt schwere Rüstung vom Feinsten. Ja, ja, klar. Und ich hab natürlich die dicke Pumpgun in der Hand, die macht mit jedem Schuss beinahe, macht die hier ein, zwei Zombies weg, ne? Boah! Ja, ja, logisch. Also, Geier geht mir auf Zunder! Es ist so dunkel hier drin, ich find im Leben meinen Rucksack. Oh Gott! Apropos Leben, also ich hab noch 288 Schuss, hier draußen sind 300 Millionen Zombies. Ja, ich find meinen Rucksack nicht. Du bist hinten, wenn du reinkommst, hinten links in der Ecke gestorben. Ich bin mir aber auch nicht angezeigt. Boah. Ja. Komm her, Nebelkrähe. Komm mal zu mir, sag mal was du sagst. Ich hab gerade hier Zombies am Arsch, die mal wieder nachkommen. Ich kann nicht zu dir kommen. Auch wenn das traurig ist, aber es funktioniert leider nicht. Wir haben in der Base noch Nachtsichtgerät, ein oder zwei. Mal gucken, ob ich es finde. Boah, Leute, ich hab noch 84 HP. Das Schöne ist, alle 4 Sekunden regeneriert sich bei mir ein HP. Boah! Das bringt aber nichts, wenn man in so einen Trupp Zombies reinläuft. Oh, scheiße, ich werde gleich draufgehen, Leute. Ich werde gleich draufgehen. Boah, was hier an Zombies kommt, ist der Wahnsinn, ey. Scheiße. Andi, was tust du da? Okay, wir kämpfen zusammen. Boah. Ich find's erstaunt, dass ich immer noch am Leben bin. Das ist auch erstaunlich. Boah, scheiße. Alter, die Base ist unten runter so am Arsch. Dieser Pleitegeier, ne? Ja, das nervt.
ätzende Viecher. Und ich hab nichts, womit ich den vom Himmel holen kann. Die ganzen AKs, alles leer. Oh doch, warte mal. Okay, dumme Idee. Aber meine Pump-Action ist gleich am Arsch. Muss ich mal schnell reparieren, ey. Ist schon wieder gestorben. Ah, voll ja, repariert. Ich hab ja nichts mehr. Puh! Ich hab aber den Geier kaputt geschlagen. Das ist gut. Ich setze mich hier gerade gegen eine Horde Zombies zur Wehr. Oh, scheiße, hier kommen immer mehr. Ey, ich bin mittlerweile auf Level 70, Alter. Krass. So, wenn ich jetzt einen Moment Ruhe habe, dann kann ich mir auch... Wir haben einfach so viel Zeug in der Base, wir können nicht immer weiter ballern. Ja. In den Werkbänken ist noch AK-Munition. Oh. Shit! Ich habe wieder 95 Leben. Ich habe gerade nochmal eine Tablette genommen. Oh, hier ist ein Goldner. Stirb, Goldner, Fettsack! Oh Gott. Leute, ich werde gleich so drauf gehen, Leute. Aber so gern, wo das nachtlich gerettet. Einer von unseren 10 Millionen Truhen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ah, die ziehen mir kaum was ab. Selbst mit dem Hieb direkt. Ey, wenn du sehen könntest, was ich hier sehe, ne? Oh, scheiße, scheiße! Ich werd beschossen von den Drecksviechern. Also Leute, das Ganze hier geht natürlich so lange weiter, bis ich hier verreckt bin, ne? Solange wie ich noch lebe und stehe, geht das hier weiter. Vegan. Ach, ich komm zur Base, ist kein Problem. Ja, mach mal. Base, bis ich halt schaffe. Geh mir aus der Sonne. Ich bin jetzt beim Elektrozaun gleich. Du stehst im Elektrozaun bei mir. Ja. Ach, links von dir. Wow, scheiße. Nein! Ich muss nachladen. Freunde, ich habe gleich keine Muni. Ich habe noch 135 Schuss. Ja, ich habe kaum noch Muni. Und ich habe... unendlich viele Zombies gefühlt. Das hört ja nicht auf, logischerweise. Ja. Oh, noch 48 Leben. Nein, nein, nein. Geh mich da. Und tatsächlich, ne? Diesmal hört es wirklich nicht auf. Oh, ich bin gleich down. Ich kann mich. Ich müsste mich verbinden, aber ich kann nicht. Jetzt habe ich mich verbunden bei 4 live. Oh Gott, kann ich noch eine Tablette nehmen? Nimm eine Tablette! Ich muss noch eine Minute warten, bis ich die scheiß Tablette nehmen kann. Okay, ich werde jetzt drauf gehen, Leute. Jetzt! Ah. Danke, Leute, dass ihr zugeguckt habt. Danke, dass ihr mitgefiebert habt. Ich bin down. Das war's. Ah. Leute, das war mega geiles Finale jetzt. Hammer, geil, ich werde voll zerfleischt. So, damit soll es das auch gewesen sein mit der ersten Staffel 7 Days to Die Wingman. Die nächste Staffel folgt. Morgen geht's los. Da werden wir dann den Server starten. Das bedeutet, wir werden allerdings eine Woche warten mit den Videos, damit die Leute, die sich die Videos angucken, hier auf dem Server spielen, nicht sofort wissen, wo die Base von uns ist. Ne? Also ihr müsst euch dann bitte eine Woche gedulden. Aber dann kriegt ihr auf jeden Fall neue Folgen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs Zugucken. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal, wenn euch das hier gefallen hat. Damit wir dann neben der zweiten Staffel auch eine dritte, eine vierte, vielleicht sogar eine fünfte hinkriegen. Und dann natürlich auch mit vielen Leuten, die mit uns zusammen zocken. Vielleicht werden unsere Teams dann auch mal größer. Dass man da vielleicht mal Dreier- oder Vierer-Teams hat. Damit es halt ein bisschen mehr... PvP-Action natürlich dann auch gibt. So,
Ich bedanke mich recht herzlich auch natürlich bei meinem lieben Kumpel Andi, der mit mir hier zusammen so manchen Abend gesessen hat und mit mir zusammen hier die Videos aufgenommen hat. Vielen Dank dafür. Immer gerne. Und wir verabschieden uns jetzt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute.